So, hallihallö, wie geht's uns so? Skalle, das wieder da. Ja, wir sind in der Party mit dem Kai zu Just Cause. Ah, Raketenwerfer. Wieso ist der Raketenwerfer ständig voll? Ich sammle nie Muni für den. Ich beschwere mich jetzt nicht wirklich, aber seltsam. Strange things happen. Happen in this little world. Juhu, wir haben es. Okay, wieso gehört das Gebiet noch nicht aus? Ich glaube, ich muss hier mal mit dem Heli durchfliegen. Ich glaube, hier gibt es noch irgendwo so eine kleine. Was ist das für eine buggige Bewegung, Alter? Gut. Rebellenabwurf. Erstmal neues Spezial. Das ist der Raketenwaffe, mit dem wir die ganze Zeit rumrennen. Den haben wir noch nicht frei. Der Deswegen. Multiplayer, ne? Was? Just Cause, aber nur für den PC. Multiplayer wäre geil, Alter. Das gibt's, aber nur für den PC auf Steam. Ich habe jetzt nicht das Geld. Das ist doch der BMW, lol. Militärfahrzeug. Ja, stimmt, jetzt habe ich mittlerweile diesen Truppentransportpanzer. Das kriegen wir den Buggy, dem das Jawohl. Ding, das interessiert mich nicht wirklich. Ist jetzt rum, oder? Panzer! Yay, mein Lieblingspanzer ist ja auch schon frei. Das ist der starke. Man kriegt später auch noch diese Bavarium. Alter, ich scheiß den Krieg. Seefahrzeuge, doch haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja, das will ich nicht. Das könnte ich mir auch noch holen. Schön. Landungsboot, das wird noch nützlich sein. Ja, schön. Ja, das will ich unbedingt. Ein Jetski. Und da ist noch eins. Und Helikopter. Das ist der. Ja, das ist der Apache. Hier gibt es aber später noch richtig geile Helis, okay. Aber das ist der große, den, auf den ich zurzeit sehr stehe. Aber wir krallen uns jetzt erstmal das Ding. Ja, wir holen uns ein Heli. Hier will ich ja nichts ändern. Hässliches Flugzeug. Oh, das sollte man mal auf den Feind werfen und dann beenden. Oh, das wäre so mies. Hier kann man jetzt solche Fahrzeuge und so anfordern. Man sollte sich einfach mal Munition anfordern und das, aber und dann die Signalfackel auf den Feind werfen. Das war so mies, einfach nur. Was ist das? Ist das das nicht erforschte Ding da? Das gehört nicht dazu. Aha. Unten am See ist vielleicht noch was. Ja. Ist wir fliegen so circa richtig hier, vermute ich mal. Ja. Hups. Falscher Knopf. Feindkontakt. Alle Einheiten hierher. Der Feind hat leider ein Heli. Schwedisch, Alter. Boom, Alter, das ist ein komplett Spawnzeit. Nein, das sind Zivilisten, auf die sollte ich nicht zwangsläufig schießen. Au, au. Die Steuerung in diesem Spiel ist einfach so abnormal scheiße. Achso, ich habe die Kontrolle über den Heli verloren. Aus hier! Wie ist das physikalisch überhaupt ein Scheißbau für so ein Spiel? Das heißt, das ist ein Spiel, was nicht mal weiß, wie es funktioniert, also. Jetzt haben wir das ganze Gebiet eingenommen. Wenn wir danach nicht die Mission machen, dann ist es echt seltsam. Was soll der Scheiß? Online anmelden. Ich will nicht online spielen, du Kackspiel! Ist voll rassistisch, weil der Königseck AKRR wird angezeigt, meiner Mogli Mercedes und die zwei. Italienischen Ferraris sind irgendwie nicht, werden nicht angezeigt. Oh.
Nur weil es italienisch ist, alles. Das Spiel will mich unbedingt online anmelden, aber ich will nicht online spielen. Was habe ich davon? Ich kann meine Erfolge in dem Spiel mit dem meiner Verwandten vergleichen. Toll! Das braucht jeder in so einem Spiel. Das braucht niemand. Vor allem kann ich das ja nicht irgendwie abbrechen. Ich muss jetzt wahrscheinlich die 10,5 Stunden warten, bis sich das Ding angemeldet hat, was ich ja um jeden Preis eigentlich verhindern möchte. Dass man das aber auch nicht abbrechen kann. Wird angemeldet. Ich will nicht angemeldet sein, du Scheißspiel. Aber man kann es nicht abbrechen. Ich muss warten, bis ich angemeldet bin. Und was machst du so? Ich brauche hier jetzt eine Stunde. Das Spiel hängt und zeigt die ganze Zeit den Ladebildschirm an. Ach, bei dir funktioniert gerade auch nichts. Bei mir ist es einfach nur die Dummheit, die reine Dummheit der Entwickler. Anmeldung fehlgeschlagen. Weil ich nicht bei Scan. Die wollen aber auch nicht akzeptieren. Man muss für die Online-Funktion bei Square Enix online angemeldet sein. Also man muss einen Account haben und alles. Ich habe den nicht, aber das Spiel ist einfach zu inkompetent, das zu kapieren. Ich will offline spielen und ich will, dass das Spiel offline bleibt und ich will nicht irgendeine Online-Scheiße, von der ich eh nichts habe. Was bringt es, wenn du hier, wenn du jetzt von deiner Familie der Beste bist? Nix! Ich bin nicht so einer, der unbedingt alle überbieten muss, die erkennt, dass er sein mickriges Selbstwertgefühl auf ein Minimum kriegt, so wie der Kai. Nein, ich zock einfach nur und das ist Level. Du zockst nur, um besser zu sein als andere. Das muss ein tolles Gefühl sein. Ich will das. Da kann man nicht mehr so sein, eigentlich. Brüder und Schwestern. Autos und Autos. Fahrer und Fahrer. Es geht nicht um die Autos, es geht um die Fahrer eigentlich. Ja. Das ist ja das Geile an der Crew. Kannst du fahren? Bist du gut. Kannst du nicht fahren? Bist du einfach nur behindert. Ja, das geistig geil, benachteiligt, nicht sozialfähig. Ich bin halt gut im Autofahren. Das merkt man, wenn du in ein Auto reinhockst und es sich schon aus Frust alleine selbst zerstört. Guck mal, ich find's voll kacke, dass man von Calling All Units einfach alles bekommt. Ich kann Drift-Autos tun, das ist einfach mal mega behindert. Dass man ohne den Dingern nichts machen kann. Ich hab den halt. Hier ist nichts mehr zu tun. Hier ist nur noch freies Land. Der Rest ist hier. Hier ist noch eine Ruine. Hier soll noch irgendwo eine Basis oder so sein. Eine Ölplattform. Really? Habe ich eine Signalfackel? Ja, ich habe eine Signalfackel. Jetzt brauche ich eine ebene Fläche, weil ansonsten rutscht mir der Heli weg, den ich mit der Signalfackel holen will. Das ist eh das Geilste. Du kriegst keinen Fallschaden, wenn du dich mit dem Enterhaken noch schneller nach unten ziehst. Das ist Logik, ne? Naja. Stimmt doch auch. Ich muss erstmal eine Stunde warten, bis ich den wieder anfordern kann. Habe ich noch einen anderen? Signale benötigt. Ah ja. Ich finde, das ist realistisch lieber. Oh, ich will mich nicht anmelden, du Arschlochspiel! Das will mich jetzt schon wieder anmelden. Die nächste Viertelstunde geht vorbei. Kann man das irgendwie abschalten in den Optionen? Ich will mich nicht online anmelden. Ich will offline bleiben. Verbindung unterbrochen. Offline-Modus. Ich sag, nein, du willst dich anmelden. Du kannst dich auch nicht anmelden. Ich guck mal was. Gameplay. Aus. Ja, Vibration an. Man kann nicht mal die Online-Funktion aus. Hat alle anzeigen.
Überspringen. Steuerung, ist da irgendwas zu Fuß? Auto, Motorrad, Boot, Jetski, Helikopter, Flugzeug, UI. Uninteressant. Kannst du ein Cargo-Bett anfordern oder okay, abbrechen. So, gehst du. Okay, uninteressant. Inhaltezimmer, man kann es nicht ausschalten. Man kann es fucking nicht ausschalten. Ich müsste im Hauptmenü nachgucken. Auf jeden Fall sind die besten Listen weg. Die braucht man eh nicht. Vielleicht rafft das Spiel dies. Ey, Alter. Achso, ich habe eine Schnellreise. Gelände-Cheat mit 1000. Alter. Ich bin jetzt in harter Lobby gespawnt. Oh mein Gott, die werden mich. Die werden mich auseinandernehmen. Grundspiel mach ich erst gar nicht mal. Die penetrieren mich. Die rasieren mich gegen den Strich. So. Straße, Gelände, oh mein Gott, ich hab echt schlechte Chance. Es gibt 4x PE. Du hast eine Chance? Schlechter Witz. Wir reden hier immerhin noch von dir, Kai. Junge, es sind einfach 7 Leute in der Lobby ohne mich gezählt. Und es ist einfach mal die größte Lobby, wo ich eingespawnt bin. Wir sind alle, glaub ich, fast. Ich bin jetzt mal wie immer ein Arschloch. Okay. Ich hab die Signalverklumpen verbündet. Mal gucken, was passiert. Oh, Scheiße. Alter, okay, die können gut sehen. Aus meiner Perspektive sah es gerade aus, als hätte der Container die komplett zermatscht. Aber Scheiße, die haben gut zielen können. Der hat sie nicht vermatscht. Alter. Oh. Alter, ich hätte so gefeiert, als hätte der Container die volle Kanne zermalmt. Ich habe das mal in so einem Funny Moments Video gesehen. Da hat das einer wirklich durchgezogen. Und mit so einem Container auf die Signalfackel auf die Feinde geworfen. Und dann hat der riesen Container, der da abgeworfen wurde, die Feinde einfach komplett zermatscht. Das war so. Das war eklig, aber ja, so irgendwie auch faszinierend. Eine Waffe? Und daraus kommt noch eine Waffe. Ein Halsbolzenpanzer. Zerquetschte Container, die Feinde holt den Panzer und ballert die anderen ab. Das ist praktisch, aber das ist so geil, weil die Container unten noch so rasend schnell abstürzen. Und dann ist so eine Ölplattform, die Dinger sind so unübersichtlich. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie! Ist mir doch egal, ich will das Sperrgebiet hier ja auch zerstören, du Depp. Nein, ist inkompetent. Ich hätte vielleicht näher ranfliegen sollen. Hier Zentrale. Wir schicken Boote zu eurer Position. Ich werde in der Luft einfach zerschossen. Das ist die Spiellogik in jedem Spiel, was mit Waffen zu tun hat. Du hast ein Fadenkreuz, in jedem Eck des Bildschirms ist ein Strich, der in die Mitte zeigt. Da, damit sollst du zielen. Gegner treffen dich auf 10 Kilometer in einem Boot. Du bist ein Fallschirmspringer. Du bist, also wie gesagt, 10 Kilometer bist du über den. Die fahren im Boot. Das heißt, sie springen durch die Wellen durch die Gegend. Die Waffe steht fest an einem Punkt in dem Boot. Die treffen dich. Und zwar zielgenau in den Kopf. Mit 100 von 100 Schüssen. Und natürlich fliege ich hier einfach durch die Treppe nach unten. Also die Treppe hier. Alter, bist du zu inkompetent? Just Cause ist wirklich eines der wenigen Spiele, was nicht dazu fähig ist, seine Befehle auszuführen, die in den Controller gedrückt haben.
Also es macht einfach gar nicht. Du sagst dem Dinger schießt, was macht das? Das guckt erstmal in der Gegend rum. Die Steuerung. Es ist fast so, als würde sich die Steuerung alle 5 Sekunden ändern. Was explodiert jetzt schon wieder? Meine Hose oder was? Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Wir schicken euch Verstärkung. Ziel neutralisieren. Der Typ Kopfschuss ist tot, er steht einfach wieder auf. Tod kannst du deine Waffe looten. Was ist? Das steht einfach wieder auf. Ich muss findet ihn, so schnell es geht. Okay, das sah geil aus. So. Ich suche eine Satellitenschüssel. Objekt der Begierde gefunden. Was geht ab? Wir sprengen diesen Platz erstmal. Gut, da! Wir haben Luftabwehrraketen. Ich sollte im Ziel zu. Die Übermenschen! Zielperson eliminieren. Weitere Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Alter, sowas gibt's doch nicht! Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Neuer Heli für mich? Ich will einen neuen Heli. Die haben meine alten kaputt gemacht. Ich will das ab. Der bringt sich. Die inkompetentesten Pilote der Welt. Alter, mit den Waffen, ich bin eigentlich, ich hab durchgehend einen Tinnitus im Ohr, weil die ganze Zeit mit dieser explosiven Minute ballern, wie die Bekloppten. Findet ihn. Ach, geil. Okay, ich krieg keine Munition. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Alter, wo sind diese Treibstoffkanister? Ich renn mal nach unten. Ich werde weiterhin von diesen übermenschlichen Leuten beschossen. Hier Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Also Gott, ist ein Scheiß-Shit. Ist ein Scheiß gegen die Typen hier. Die sind jetzt nicht wirklich dort. Achtung, Helikopter. Wie blöd kann man sein? Das ist jetzt nicht euer. Achtung, unsere Seestreitkräfte sind unter. Ich hasse es. Dieses Spiel macht einfach nicht. Guck mal, Enterhaken. Ich wirf den Enterhaken an das Boot. Kein Bock. Rest in Peace, du Arschgeige. Zusammen eine tollkühne Sprünge in der Region, um ein aufregendes neues Fahrzeug zu erhalten. Leckt mich einfach nur. Man soll also wie ein Epileptiker rumzappeln, um hier weiteres Spiels freizuschalten. Was soll der Scheiß? Kriegsschiffe gegen Infanterie. Na endlich, Alter. Best, Alter. Die suchen sich wirklich die Welt. Ich kann die Mission immer noch nicht machen. Ich will mich nicht anmelden, du Arsch! Ich habe die Online-Bestenliste. Ich habe alle Online-Funktionen ausgeschalten. Halt die Fresse, ich bleib offline. Jetzt funktioniert das Spiel. Oh, ich hasse es! Jetzt macht das Spiel wieder nichts. Es ist das einzigste Spiel, was ich kenne, was mit der Funktion, mit dem überhaupt, dem Funktionieren komplett überfordert ist. Das ist eher ein Film als ein Spiel. Wenn man nicht alles strikt nach der Story macht, fängt es an, da. Macht einfach nichts mehr. Ich will hier ein bisschen was angucken. Es freest
Das Spiel ist vorbei. Nur noch Musik funktioniert. Wieso? Wieso bringt man ein Spiel raus, was nach Jahren, Tausenden von Updates, noch nicht mal angefangen ist? Ich weiß nicht, wie viele hundert Updates dieses Spiel schon hatte, gesamt. Es ist schon seit Jahren draußen. Es ist nach wie vor nicht mal angefangen worden zu programmieren. Es wird gedreht, aber nicht programmiert, das Spiel. Ich kann jetzt nichts mehr machen. Ich bin komplett unfähig. Ich bin einfach nur noch nebenbei. Ich guck mal, ob ich irgendwie die Online-Funktion ausschalten kann, weil die kackt mir ständig das Spiel ab. Weil das Spiel will mich pausenlos anmelden. Dann merkt es, es kann mich nicht anmelden. Dann kackt das Spiel ab und es funktioniert einfach nichts mehr. Ich muss das Spiel beenden, neu starten und gucken, dass ich irgendwie den Online-Service davon auskriege. Ansonsten raste ich noch raus. Bis zum nächsten Mal, euer Skyline.